Der ist der Wunder, wir haben eine Frage. Habe ich wirklich mal an Bord gesagt, da haben die, da sind wir zum Entertainment Manager gegangen und haben gesagt, halten Sie bitte ein Auge auf den Mann, der ist gefährlich. Die wussten gar nicht, wie ernst ich das meine. Nein, kann man ja hier erzählen, das ist ja sehr unter uns. Die Leute denken dann nur an Schüsse, das ist doch sensationell. Und ich habe da mal eine Frau beobachtet, die war wirklich großartig. Die hatte sich den Teller dermaßen voll gehauen. Ich habe gedacht, das schafft die niemals damit bis zu ihrem Tisch zu kommen. Aber die Frau war cleverer, als ich dachte. Die hat sich dann aus Gurkenscheiben einen Zaun gebaut. Hat er mit Käsehäppchen abgesichert, mit Salzstangen ein Gerüst errichtet und dann konnte sie in der zweiten Etage weiterarbeiten. Und wie die mit dem Teller da über das Deck wankte, da kommt der Restaurantleiter vorbei, da guckt die den an und sagt tatsächlich, übrigens, Cola Light ist alle. Ich hab mich weggeschmissen. Die hätte auch Zuckerwasser sich im 5-Liter-Eimer so in den Kopf knallen können, wäre auch scheißegal gewesen. Ein Wahnsinn doch. Die fressen da von morgens bis abends, haben die so geglaubt. Ich war mit meiner Freundin auch mal, ich meine, gut, wir hatten Glück, ich hatte extra drei so Tupperpöttchen mitgenommen. Kannst du direkt am Buffet einzacken, scheißegal. Nein, das geht, funktioniert. Ist überhaupt kein Problem. Man fragt sich ja immer, was soll man eigentlich mit diesem dämlichen Zimmersafe, ne? Dieser Safe, der da ist, wo keine Sau weiß, was er damit anfangen soll. Kann ich Ihnen sagen, wenn Sie da unten 4 Kühlakkus reinlegen, dann hält sich der Schmierkäse auch noch mal 3 Tage. Kannst alles einsacken, alles umsonst. Ja, ist mit. Funktioniert, wirklich. Bin nur ein einziges Mal mit meinem Essenskonzept durcheinander gekommen. Ein einziges Mal. Da gab es, ich glaube, das war auf der Vita, da gab es die sogenannte Weiße Nacht. Die Weiße Nacht. Alle, die da gearbeitet haben, die ganzen armen Schweine, die da ein halbes Jahr kaserniert werden, die mussten in weißen Klamotten rumrennen. Und die Gäste wurden gebeten, dem gleich zu tun. Haben wir gemacht. Meine Freundin und ich, wir sahen aus wie Siegfried und Roy bei der Silberhochzeit. Was mal zu fressen gab? Barbecue! Hast du schon mal Rippchen gefressen mit einer weißen Hose oder einer weißen Jacke an? Du sah aus, als käme ich vom Gynäkologen-Kongress. Als wir fertig waren, sahen wir wieder aus wie Siegfried und Roy. Allerdings, nachdem der Tiger da zu Besuch gekommen ist. Scheiße, da. Fressen aber morgens und abends. Wenn sie nicht fressen, dann buchen sie Ausflüge. Ich habe jetzt gelesen, auf der Prima gibt es neue, tolle Ausflüge. Ja, die werden ganz toll sein. Ne? Jeder Vollhonk weiß, wenn du dich in Taxi setzt mit 5 Mann, Spaß oder da halt die Hälfte. Aber die Ausflüge sind ganz witzig. Ich war da am Nordkap. Am Nordkap. Und die Deutschen sind ja ganz toll. Ne? Da fahren die zum Nordkap und wundern sich, dass es da kalt ist. Ne? Das ist kalt. Donnerwetter. Es war aber sehr kalt. Da hätte AIDA aber was machen müssen. Ne? Sehr kalt war da. Ne? Und da stand dann so eine Frau vor mir, also ich sag mal, also nicht gerade figürlich, war sie nicht bei Kate Moss anzusiedeln. Mehr so, puff, so. Und der Kackbratze, ne? Und dann war die am Nordkap, da stand die abends in der Anytime-Bar, rempelte die mich da an und sagt, waren Sie auch am Nordkap, waren Sie auch da? Ja, ich sag, ich war auch da. Sagt sie, das war ja interessant, aber da war ja kalt. Mein Gott, war das kalt. Ich habe mir fast einen Arsch abgefroren. Ja, habe ich gesagt, vielleicht sollten Sie noch mal hinfahren. Na, machen wir uns auf die, machen wir uns. Das hat die gar nicht kapiert. Ne? Ich hätte noch 4-mal hingemusst, dann wäre die Hälfte vielleicht weg gewesen. Ja. Da wirst du bekloppt, ja. Wirklich, warum, wenn du das vorbei hast, diesen ganzen Ausflugscheiß und den ganzen anderen Dreck, dann gehen dir dann irgendwann, geht dir dann das Club-Team auf die Nerven. Die trauen sich ja nicht zu sagen, dass das Animateure sind, deswegen heißt das Club-Team, ne? Animateure, was ist das für ein Volk, doch? Das sind diese BWL-Studienabbrecher aus Pommerurlaub. Wirklich, war Animateur, was ist das für ein Berufsbild? Als Model zu hässlich und für Guantanamo zu grausam. Natürlich sind die grausam. Die stehen morgens um 5:45 bei dir irgendwo am Frühstückstisch und brüllen dich an. Gleich ist Bogenschießen! Da machen wir alle mit beim Bogenschießen! Ich sag, ja, ich mach mit, gib den Bogen her, stell dich da hin, ich mach mit!
Mittags willst du nur mal in Ruhe am Pool dösen, dann sagen sie, es kommt Poolradio.